Hallo, ich darf Sie wieder begrüßen zu meinem Kanal Psychoanalyse und Philosophie und würde heute einige kritische Bemerkungen zu der Abhandlung zur Sexualtheorie, die sich auf die infantile Sexualität von Sigmund Freud bezieht, äußern. Und zwar der erste Punkt wäre der Kritikpunkt der Linearität der Vorstellung von Sigmund Freud, wie Sexualität abläuft, wie sie sich in Prozessen formiert, dann andere Phasen wieder ablöst und letztendlich in der genitalen Sexualität mündet. Also wir schauen uns zunächst die infantile Sexualität an. Ist es wirklich so, wie Freud behauptet, dass eine Phase durch die andere Phase abgelöst wird, dass also eine lineare Entwicklung in der Phasenlehre von oraler, analer oder genitaler Phase abläuft? Oder ist es eher so, dass sich diese erogenen Zonen grundsätzlich zeigen, unterschiedlich praktiziert werden und auch in der genitalen Funktion selbstverständlich eine Rolle spielen? Also diese Vorstellung Freuds, dass in der genitalen Funktion ausschließlich die Genitalregion lustbesetzt ist, ist in der Realität einfach nicht zu beobachten. Also ein Verkehr kann immer auch mit einer oralen Funktion, mit einem Küssen oder einem Berühren des Körpers des anderen vonstatten gehen. Also dieses ist eine gewisse Absurdität im Denken Freuds, der dieses Primat, diese Vorherrschaft der Genitalität in der genitalen Organisation ja favorisiert hat. Und wenn wir uns die Linearität der sexuellen Entwicklung bei Freud weiter anschauen, die über die Kindheit hinausragt, haben wir es in der Pubertät ja mit der zweiten Phase zu tun. Und die Frage ist ja, inwieweit diese zweite Phase eine Wiederaufnahme unter unterschiedlichen Vorzeichen der infantilen Sexualität ist, sondern ob es sich um etwas anderes handelt. Um etwas anderes handelt, was in Kontakt mit der infantilen Sexualität steht, aber auch was in Kontakt mit der gesamten psychischen Entwicklung steht. Und einer der wohl progressivsten Analytiker, die wir derzeit haben, ist Jean Laplanche, der ja gerade diese beiden Sexualitäten voneinander getrennt hat und die infantile Sexualität als eine nicht erworbene, in Beziehung entwickelte Sexualität verstanden hat und die Sexualität der Erwachsenen, die sich ab der Pubertät dann vollzieht, als eine sogenannte Triebsexualität, die der Fortpflanzung unterworfen ist. Und im Rahmen dieser theoretischen Überlegungen ist es notwendig, auch die Vorstellung Laplanches zu kennen, der ja sagt, dass in dieser ganzen infantilen Sexualitätstheorie eigentlich das Unbewusste wenig berücksichtigt wird. Also das Unbewusste ist zwar bei Freud stetig da, aber wird in der infantilen Sexualtheorie selten benannt. Und was nun Laplanche macht, ist, dass er sagt, dass die infantile Sexualität durch eben das Unbewusste des Erwachsenen in seiner triebsexuellen Ausstattung formiert wird und dass die sogenannten rätselhaften Botschaften diese infantile Erregungen zu etwas Sexuellen machen, dass es in einer Intersubjektivität sich vollzieht, dass die infantile Sexualität zu so etwas wie Sexualität sich erst darstellt. Und diese Vorstellung ist etwas, was nicht dieser Linearität einer kontinuierlichen sexuellen Entwicklung mit erster Phase,
dann einer Verdrängungsphase der Latenz und zweiter Phase ist, sondern es geht um zwei unterschiedliche Formen, die sich auch in der Erworbenheit bzw. Angeborenheit unterscheiden und die, wenn sie in Kontakt treten zwischen Erwachsenen und Kind, zu einem Prozess führen, der durch das Unbewusste des Erwachsenen die Sexualität des Kindes im Rahmen der rätselhaften Botschaften des Erwachsenen formt.